Ich mag noch jung sein, aber ich verkünde die Wünsche der Frauen. Eine wichtige Aufgabe. Okay. Du hast noch nicht mal den Moment. Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschlund erledigt haben? Jeder hat das gehört. Hat seit Rex niemand mehr geschafft. Aber wir haben es sogar in der Hälfte der Zeit, die wir zur Verfügung hatten, geschafft. Was sagt denn Rex zu seinem Neuzugang? Sie müssen einfach immer Ärger machen. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet. Als nächstes erzählen sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Sie sind jetzt Erdnut Grant. Willkommen. Ich kann ihn trotzdem mal fragen. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Ich glaube, er würde echt gerne mitkommen, wenn das hier nicht so wichtig wäre. So, aber ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Nein. Ich hatte wegen eines Angriffs der Baron zu tun. Warum? Ein paar vielversprechende Krieger dabei? Ja, natürlich. Sie sind stark. Eines Tages werden sie unsere Feinde in Stücke reißen. Mini-Krogana würde ich ja gerne mal sehen. Ich habe gehört, sie hätten einen Dreschlund getötet. Beeindruckend. Willkommen, Erdnut Grant. Mein Name ist Rudge. Sie und Ihr Krant finden in meinem Geschäft bestimmt viele interessante Dinge. Der Mensch ist mein Kampfmeister. Er führt das Gespräch, nicht ich. Natürlich. Für Menschen habe ich zwar nicht viel, aber Sie können es sich gerne mal ansehen. Der wirkt ziemlich ausgeglichen. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnut sind. Außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Grünkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel. Sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Was zum Teufel ist ein Pijack? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Grünkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Okay. Ich bin ein guter Schütze. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Pijacks. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Ich muss gehen. Das klingt gut. Kann ich mir das hier... Okay, das will ich alles nicht, aber die Forschung will ich haben. Eines der Kinder. Noch 5 Jahre bis zum Ritus, schätze ich. Ich glaube, es hatte meine Augen. Glaubst du wirklich, dass du bei einem deiner Ausflüge ins Lager eine fruchtbare Frau erwischt hast? Ich denke schon. Ein Sohn? Schön für dich. Das begießen wir bei einem Rinkohl. Interessant. Kommando der Kundschafter, da müssen wir hin. Ne, Moment, das hier, erstmal Verteidigung. Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Okay. Okay, das bewege ich mit WASD. Wie schieße ich? Leertaste feuern Sie, okay. Okay, die haben einen Radius. Das ist ganz gut. Solange die einzeln kommen, ist das ja nicht weiter das Problem. Ne?
Ja. Bewegt dieses Ziel die ganze Zeit hin, dass das in Bewegung bleibt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es einmal so in Bewegung ist, dann kommt man damit, schneller los. Wenn ich jetzt stehen bleibe und dann wieder erst bewegen muss, ist das irgendwie langsamer, das Ding. Bälle abgewehrt. Kann ich hier nachladen? Ja. Mit R. Voll cool, Minispiel. Ja, wo kommen sie? Das ist witzig. Gibt's bestimmt sowas mittlerweile als Handyspiel. Double Kill. Volltreffer. Bisher ist keiner durchgekommen, ne? Ach ja, das ist entspannt. Kann man das später nochmal spielen? Kann ich ihn nachladen? Ach nee. Aber wahrscheinlich habe ich aber auch nur die Raketen, die da sind, zur Verfügung. Die dürfen nicht leer gehen. Wie lange muss ich das eigentlich machen? Oder ist das jetzt die letzte Welle? Fuck, 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 fuck. Ich glaube, ich habe ihn bekommen. Noch den einen, der fast durchgerannt ist. Das war knapp. Das war wieder ein Double Kill. Einer kommt noch. Gut, dass die angezählt werden. Wedges Aufgabe abgeschlossen. Ich glaube, es ist echt nicht einer durchgekommen. Ja, ja, ja. Das Kind, mein Sohn. Wir haben Varen um Rennen gespielt. Er war gut, schnell, stark. Natürlich war er das. Ist ja immerhin dein Sohn. Und dann gingen sie zurück ins Lager der Frauen. Es war so schnell vorbei. Ich konnte nicht mal mit ihm reden. Die sind ja richtig freundlich zueinander. Süß. Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen, Mensch. Grüße, Mensch. Mein Name ist Rudge. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Wie Sie wollen. Er hat sich gar nicht bedankt. Pajak-Fleisch. Frisch, roh. Rohes Pajak-Fleisch. Ist bei Varen überall beliebt. Kostet gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Fleisch will, aber wenn es nichts kostet... Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Aber warte, ich kann doch hier mit Urz reden, oder? Hier, probier das mal. Sieht aus, als hätte Urz endlich jemanden gefunden, dem er hinterher trotten kann. Oh, süß. Kommt jetzt immer hinter mir her. Ich den Frauenclan um das Recht der Elternschaft bitten. Wozu sich mit Politik rumärgern? Du weißt, dass du einen Sohn hast. Oh, cool. Aber ich könnte ihm das Jagen beibringen. Den Umgang mit Schusswaffen, wie man ehrenvoll und doch wild kämpft. Was kannst du machen? Na, du Kleiner. Urz ist geil. Mit dem muss ich gleich reden. Zurück. Mein Varen ist... Sie haben diesen Dreschlund zu Fuß erledigt? Ja. Willkommen im Clan, Erdnot Grunt. Es ist mir eine Ehre, dazuzugehören. Schön für Sie. Und jetzt suchen Sie sich eine andere Beschäftigung. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Was ist ein Ansaugstutzen? Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rönkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Ich habe bei den Kogana noch nie einen Mechaniker gesehen.
Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Aber Sie haben es mal gemacht. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gehen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Oh, ist sehr freundlich. Kroganer mussten Genophage ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Ja, und das verdanken wir nicht Ihnen oder sonst jemandem. Beeindruckend, wie sich Lebensformen anpassen. Immer wieder, trotz der Umstände. Inspirierend. Wissenschaftler durch und durch. Hijack, schlagen. Cool. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Was machen Sie? Hier kann ich Shit kaufen. Kaufen. Was das wohl ist? Das kaufe ich alles, das ist Forschung. Ich will das alles, ich will mal alles geforscht haben. Soweit ich das mitbekommen habe, hat der Erdnot Clan ein neues Mitglied. Sie sind also unser neuer Krieger. Der Schamane hat Ihnen die üblichen Upgrades gegeben, oder? Ja, er hat kein Problem damit, meine Errungenschaften als seine Belohnungen zu verkaufen. Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Der oberste Forscher des Erdnot Clans hat keine Zeit, Ersatzteile herzustellen. Ich könnte höchstens einen Rabatt anbieten. Toll. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Eigentlich schon. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Können die auch mal irgendwie aufsteigen, ohne wen zu killen? Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Okay. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. So, das habe ich alles schon gekauft. Die verletzten Kroganer hier sind... Ja, der backt ein bisschen rum. So, dann reden wir mal mit dem Kundschafter. Sag mal, will hier eigentlich irgendwer kassieren? Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Ach ja, du warst das, ne? Was wollen Sie, Mensch? Sie brauchen zu viel Platz. Sie sind also verantwortlich für Erdnats Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Okay. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten. Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andermal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Das ist ja richtig Taktik. Dann überschreitet also jeder Clan auf Tuchanka die Grenzen der anderen Clans? Grenzen? Das hier ist Tuchanka. Hier werden Grenzen durch die Reichweite der Feuerwaffen festgelegt. Wir sind, was wir sind, Mensch.
Würden wir nicht auf sie schießen, würden sie uns nicht ernst nehmen. Okay. Das ist keine Aufklärung, sondern Sabotage. Aber wenn man ein paar von ihnen in die Luft gesprengt hat, kann man sie viel besser zählen. Jeder weiß, wo Earthnaut ist, Mensch. Wo sollten wir uns denn verstecken? Okay. Was macht ein Kundschafter-Kommandant? Ups, das wollte ich gar nicht. Verstecken. Haben ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Langfristig wäre es sinnvoller, sich um ihre Lebensmittelvorräte zu kümmern. Wenn der Jordan-Clan unsere Wachen tötet und unsere ach so toll bewachten Lebensmittelvorräte stiehlt, können wir langfristig sowieso vergessen. Das ist Tuchanka. Energie und sauberes Wasser bedeuten hier Luxus. Tuchanka ist schon scheiße. Ihre Feinde greifen Zivilisten an? Einfacher kann man einen Clan nicht ausschalten. Frauen und Kinder können zwar auch kämpfen, aber wenn ein anderer Clan es auf sie abgesehen hat, sind sie immer in der Unterzahl. Wenn Frauen und Kinder sterben, hat ein Clan keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft. Er zerfällt. Wir machen sowas nicht. Befehl von Rex. Auch wenn wir dadurch eine Schlacht verlieren. Auf Zivilisten wird nicht geschossen. Das ist gut. So sollte es sein. Danke für die Information. Beziehungsweise sollte man gar nicht auf irgendwen schießen. Sehen Sie nur, wie Sie rennen. Was? Ich? Nein. Ich will doch gar nicht. Kann ich das irgendwie abbrechen? Warum? Ich wollte doch mit dem Kundschafter reden. Sei jetzt nicht, ich muss hier wieder drei Wellen bekämpfen. Ich mache jetzt mal eine Welle und hoffe, dass das die einzige ist, die ich machen muss. Ich habe auf den Kundschafter gedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Wahrscheinlich war irgendwie ist das Zielpult ins Steuerkreuz gekommen. So, darf ich jetzt hier raus? Offenbar nicht. Toll. Keine Ahnung, wie ich den noch erwischt habe. Da müssen wir das jetzt halt nochmal spielen. Spannend. Also, ich kann hier... nein. Nee, ich kann hier echt nicht raus. R vielleicht... 2, 1, Escape, nichts hilft. Rechte und linke Maustaste übrigens auch nicht. Irgendwie hat er eben nicht geschossen. Ups. Wollte ich gar nicht. Ziemlich auf dem Rand gelaufen. Naja, müsste ja die letzte Welle sein. Ich hoffe, ich komme überhaupt wieder raus. Ich glaube, das zählt, wie das die Anzeige da oben zählt, glaube ich, wie viele. Ah ne, die sobald die da raus. Ach, da kann man sogar sehen, wie viele noch gerade unterwegs sind. Einer kommt jetzt noch aus einem Bau. Oh ne, oder nicht? Keine Ahnung. So, da ich jetzt danke. So, und ich möchte dem Kundschafter. Was wollen Sie, danke. Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein, aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden.
Ich suche einen Salarianer. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock-Clan. Ich habe einen meiner Kundschaft dahin geschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Ach, das kriege ich hin. Let's go. Mich wundert, dass man auf den Highway überhaupt noch benutzen kann. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Vor allem der Highway ist unterirdisch offenbar. Also du bist jetzt loyal, ne? Ja, du hast jetzt noch dieses komische Orangen, aber das ist 300 mal cooler. Das mit dem Interface. So, Disruptor Munition 4. Schwere oder Gruppen? Ich mach Gruppendisruptor Muni. 60%, 40%. Gesamtgruppe, das nehme ich. Morden kann nichts machen, du kannst auch nichts machen.